Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ich Hörerinnen und Hörer sage, meine ich auch alle, die sich keinem dieser beiden Kategorien hinzuzählen möchten. Und in Zukunft solltet ihr euch aber trotzdem mit angesprochen fühlen. Herzlich willkommen also zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare könnt ihr wie immer auf manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Wir freuen uns sehr darauf und diskutieren gerne mit euch über unsere Folgen und über alles andere, was euch so in den Sinn kommt. Im nächsten Thema geht es um eine ethische Fragestellung. Oder anders ist 20 Jahre Matrix. Also die meisten werden den Film ja kennen. Die Matrix. Die Matrix. Ne? Oliver sagt ja, es gibt da nur einen Teil. Ja, es ist echt bedauerlich, dass es keine Fortsetzung gibt. Ne? Ja. Das wäre so schön, wenn es zu so einem guten Film eine Fortsetzung gegeben hätte. Ich dachte ja, es sind irgendwie drei Filme, aber nein. Jetzt weiß ich da Bescheid. Es gibt halt nur den wahren, echten ersten, also einzigen Teil. Vor 20 Jahren wurde er gedreht. Wir haben den jetzt aus diesem Anlass nochmal angeschaut. Und ich muss ja sagen, ohne inhaltlich zu werden, ich finde, der sieht immer noch geil aus. Ja, der ist wirklich gut, aber so völlig undigital. Das ist auch mal, das ist so erfrischend. Ja, ist absolut undigital, ist ja auch schon 20 Jahre her, da hat sich viel getan. Unter anderem auch, also der Film ist ja von diesen Wachowskis gedreht worden. Das waren damals Brüder, jetzt sind es Schwestern. Auch ja. Da hat sich einiges getan. Ich weiß nicht, wie die würden jetzt wahrscheinlich unter die Hörerinnen fallen, ne? Ja. Außer sie entscheiden sich wieder um, man weiß es nicht. Auf jeden Fall 20 Jahre Matrix. Und die Frage ist es ethisch geboten oder verwerflich, Menschen aus der Matrix zu retten? Weil die Wirklichkeit... Dann musst du kurz sagen, was die Matrix ist. Also wir sind jetzt voller Spoiler. Ne? Also wer das noch gucken möchte, also für die drei Personen in der Republik, die Matrix noch nicht gesehen haben, macht jetzt schnell aus und kommt in 2 Stunden wieder. Bitte abschalten. 2 Stunden 10. Achtung, Spoiler alarm. Also, was ist die Matrix? Das ist das Grundkonstrukt von dem ganzen Film, ne? Die Matrix ist erstmal die Realität, in der der Film beginnt. Und erst nach und nach merkt man, dass das aber nicht die wirkliche Realität ist, sondern eine von Maschinen, Computern generierte Realität, die in der sich die Menschen halt befinden, aber sie sind nicht wirklich da drin. Ne? Viele denken das aber. Bis auf eine kleine Gruppe denken alle, dass das die wirkliche Welt ist. Es gibt aber noch eine wahre Realität, die darunter liegt. Und in der haben die Maschinen die Macht übernommen. Die Erde, genau. Die Erde wurde verdunkelt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es die Menschen waren. Ich glaube, es waren die Menschen, die Erde verdunkelt haben, um die Maschinen auszuhungern. Und die Maschinen waren dann aber sehr gewitzt. Ne? Die waren ja auch schon so mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und haben dann kurzerhand die Menschen angezapft als Energiequelle, die sie jetzt in großen Feldern züchten, mit verflüssigten Leichen ernähren und in so Bottichen wohnen die Leute, ne? Ja, in so Inkubatoren, genau. Würde ich sagen, ne? Die liegen da und haben dann ganz viele Schläuche angeschlossen und damit die da auch zufrieden liegen und nicht irgendwie rumnerven, wird denen dann eben ein wirkliches Leben eingespielt in Form der Matrix, in der sie sich dann ins Rückenmark, ne? Die haben ja, genau, hier ins Rückenmark, ne? Am Hals hin. Also die Matrix ist so quasi eine computergenerierte Simulation unserer Welt, die so ungefähr ist wie unsere Welt da draußen, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, sich mal in ihrer wirklichen Welt umzugucken. Ja, damit die da schön ruhig liegen und dann als Energiequelle dienen können für die Maschinen. Und den Maschinen auch nichts tun. Ne? Ich nehme an, dass die auch vorher da so ein paar Kämpfe ausgefochten haben, an die dann kein Interesse mehr haben. Dann gibt es eine Gruppe Widerständler, die es geschafft haben, sich aus dieser Welt rauszuziehen, also nicht mehr in so einem kleinen Inkubator oder großen Inkubator liegen, sondern sich frei auch in der wirklichen Welt bewegen können. Die können aber noch in die Matrix reingehen und auch wieder rausgehen über eine Technologie, die sie danach gebaut haben. Und deren Ziel ist es, Menschen aus der Matrix zu befreien. Also denen zu zeigen, das ist nicht die wirkliche Welt, sondern die wirkliche Welt sieht ganz anders aus. Und wir müssen dafür sorgen, dass die wirkliche Welt wieder angenehmer zu beleben ist. Und wir müssen halt kämpfen gegen diese Maschinen, die uns eben in den Inkubatoren halten und in dieser Simulation leben lassen.
Genau, und deswegen gehen die in der Matrix rum und versuchen den Leuten zu erzählen, dass die Welt gar nicht die echte Welt ist. Ja. Damit die dann aufwachen und damit die dann aus dem Inkubator rausholen können und damit die dann auch zu den Widerstandskämpfern gehören, ne? Ja, ich weiß nicht genau, wie die auswählen. Also die Hauptperson, Neo, wird ausgewählt, weil er der Auserwählte ist. Ich habe jetzt auf Englisch geguckt, da heißt es The One. Er ist derjenige, ich weiß nicht, wie es heißt. The Chosen One, ja. Aber ich weiß nicht, den deutschen Begriff, ist auch egal. Jedenfalls der, von dem dem prophezeit wurde, dass er die Menschheit von der Matrix befreien wird. Oder sagen wir, von den Maschinen befreien wird. Deswegen wird der ausgewählt, aber ich weiß nicht, wie die anderen ausgewählt wurden, die da schon befreit wurden. Jedenfalls werden die dann nochmal von dem Anführer dieser Rebellengruppe, Morpheus heißt der, vor die Wahl gestellt. Vielleicht auch von anderen, weiß ich jetzt nicht. Sie dürfen sich entscheiden, ob sie eine blaue oder eine rote Pille nehmen. Und wenn sie die blaue Pille nehmen, glaube ich. Dann geht alles weiter. Ja. Und wenn sie die rote, dann die gefährliche. Das ist die gefährliche, dann erfahren sie die Wahrheit mit allen Konsequenzen, ne? Also nur die Wahrheit und sonst wird ihnen nichts geboten, aber sie erkennen dann halt die Wahrheit. Und die andere Option ist, die Erinnerung an dieses Treffen zu vergessen und einfach morgens aufzuwachen und alles ist wie immer in der simulierten Welt. Ja. Okay, dann habe ich das richtig im Kopf. Jetzt ist die Frage, die wirkliche Welt, also die wahre Realität, ist ja nun ziemlich bescheiden, ne? Also das ist nun wirklich nicht schön. In dem Film, ja. In dem Film, ne? Also wirklich sehr, sehr gruselig, sehr trist, ne? Ja, ja. Also Welt komplett dunkel, die Menschen liegen da in großen Zuchtstationen, in ihren Inkubatoren. Die Rebellengruppe muss irgendwo im Untergrund, auch im Dunkeln leben. Es gibt nichts Richtiges zu essen und so. Und überall sind diese Maschinen, die lauern auf einen. Ja, also ja. Das ist so die Realität. Und in der Matrix scheint auch mal die Sonne. In der Matrix ist alles wie hier. Da laufen auch hübsche Menschen rum. Das ist alles so wie hier. Ist natürlich auch mal blöd, aber die auch sagen mal schön. Im Film an einer Stelle, die Matrix ist die Welt von 1999. Ungefähr, glaube ich. Naja, und das ist aber, man ist aber inzwischen schon weiter, ne? Also das ist dann, die wissen ja nicht genau welches Jahr, aber eher so, was war es? Ich weiß nicht mehr, 2050 oder noch älter. Die sagen, es ist 2199, aber sie wissen es nicht. Ja, sie wissen es. Okay, 199. Ja. Also man ist da weiter, aber es wird eine alte Welt simuliert. Genau. Es war dann das bessere Habitat für den normalen Menschen. Jetzt ist jedenfalls die Frage, ist es ethisch gerechtfertigt, die Leute eben aus der Matrix zu befreien und in diese wirklich sehr, sehr unschöne, wahre Realität wieder zurückzuholen? Oder sollte man sie vielleicht lieber in der Matrix lassen? Du sagst befreien. Und was sind die Gründe dafür? Da ist ja schon eine Wertung drin. Ja, das stimmt. Befreien hat ja, impliziert ja schon, dass es besser ist als das andere. Ja, das stimmt. Also da rausholen. Also mein Reflex, natürlich muss man das machen. Aber warum? Genau, und dann habe ich gedacht, was habe ich denn da für einen interessanten Reflex? Die Idee ist dann, glaube ich, weil es ja die Wirklichkeit ist und ich die Leute von ihrem Irrglauben befreien möchte. Da gibt's auch eine gewisse Parallelität, die mir aufgefallen ist, zu dem von uns sehr geliebten halb nicht vielleicht Teilargument, man möge den Leuten doch ihren harmlosen Glauben lassen. Ja, natürlich. Nicht wahr? Ja, natürlich. Und die würden dann sagen, lass die Leute doch in der harmlosen Matrix. Ja, da ist es ja auch erstmal angenehmer. Da ist es irgendwie angenehmer. Ja. So, mein Reflex wäre, nein, das mag zwar erstmal blöd sein, aber man kann die Leute nicht bewusst dumm halten. Man muss die Leute da rausholen. Und dann habe ich darüber angefangen nachzudenken und dann dachte ich so einfach, ist das gar nicht. Denn wenn man jetzt so vulgär utilitaristisch argumentieren würde, müsste man ja mit dem Nutzen der Leute argumentieren. Und da könnte man sich ja vorstellen, wenn wir davon ausgehen, dass es den Leuten in der Matrix besser geht als in der Maschinenwelt, in der anderen Ebene, dann sollte man sie da drin lassen. Wenn man vulgär hedonistisch argumentieren würde und irgendwie in Richtung also maximale Lustmaximierung gehen würde, dann müsste man sie auch in der Matrix lassen, weil sie da alle schönen Sachen machen können. Zumindest potenziell, die es in der Maschinenwelt nicht gibt. Da habe ich gedacht, mein erster Reflex war falsch. Man muss sie da drin lassen. Aber dann habe ich gedacht, dass ich Utilitarismus eigentlich grundsätzlich sehr verdächtig finde. Oder dämlich. Und dann musste ich nicht mehr weiter. Ich finde es auch kompliziert, weil mir ist eingefallen unsere letzte Diskussion mit Extinction Rebellion. Und auch, weil die Frage ist ja, da kommt einer, der sagt, ich weiß mehr als du.
Und deswegen mache ich jetzt was mit dir. Das sind aber die Maschinen, ne? Die du jetzt machst. Nee, ich meine der Morpheus. Ja, aber die Maschinen machen das auch. Die Maschinen. Ja gut, aber wir fragen uns ja gerade, ob es gut ist, jemanden aufzuwecken. Und der Morpheus macht das ja. Der geht zu den Leuten hin. Aber er lässt ihn nicht die Wahl. Er lässt ihnen immer die Wahl. Aber der sagt denen, ja, hier bin ich und ich weiß was du nicht weißt, was du auch nicht wissen kannst. Aber hier, jetzt biete ich dir an, das und das musst du machen. Und dann gehörst du zu den Erleuchteten. Das ist, mich hat das an die Religionen erinnert, weil das sozusagen derselbe Mechanismus ist. Da steht der Pfarrer oder der Papst und sagt, ich weiß was ihr nicht wisst, also ihr müsst alle glauben. Ich weiß das nämlich besser als ihr. Aber die Matrix, das hat ja der Oliver eben schon gesagt, die hat auch was von einer Religion, ne? Eben dieses, dass man da an etwas glaubt, was eigentlich nicht da ist, ne? Und das aber erfährt und das auch für gut findet. Also ich finde, wenn man das bewerten möchte, und daher kommt vielleicht auch dein erster Impuls, wenn es um eine ethische Fragestellung geht, dann muss man, also Ethik ohne Werte geht halt nicht, ne? Man muss sagen, für welche Werte stehen wir. Ja. Und das hast du ja eben angefangen, ne? Also wenn es darum geht, maximaler Lustgewinn des Individuums, das ist der Wert, der am allerwichtigsten ist. Okay, dann kann sich jeder eine VR-Brille aufsetzen und da für immer drin verschwinden und ganz tolle Sachen erleben und einfach da so rumsitzen und das für immer machen. Aber das sind ja nicht die Werte, die wir wichtig finden. Oder? Wir. Ja, wir jetzt. Ja, ja. Deswegen ist dieser Impuls, weil, also mein Impuls ist nicht, dass die da drin bleiben sollen, sondern natürlich müssen die raus. Das ist ja ein völlig manipuliertes, falsches Leben. Aber das heißt, dass der Wert, der eigentlich dafür steht, ist, dass eben man nicht die Menschen systematisch manipulieren und anlügen soll. Egal, wie schön das dann ist. Ja, und ja? Dass andererseits auch Welterkenntnis ein Wert ist. Du sagst Welt, ja. Als Mensch verstehe ich die Welt. Ich erkenne die Welt, wie sie ist. Ja. Und werde nicht getäuscht, dass das ein Wert ist. Und deshalb deshalb müsste man die Leute also was die, ich meine, das Einzige, was man denen nimmt, weil die können ja wieder in die Matrix. Das ist ja nicht so, dass sie nie wieder in die Matrix können. Sie können ja wieder in die Matrix, aber sie können nie mehr vergessen, dass die Matrix nicht die Realität ist. Das ist das, was du denen nimmst. Du nimmst ihnen nicht die Matrix. Die können da ja reingehen, raus. Ist das so? Raus, in der Binnenlogik können sie drin bleiben. Aber sobald sie reingehen, merken die Maschinen, dass das welche sind, die da nicht hingehören. Und deswegen werden die, wenn sie in der Matrix sind, immer gejagt. Also wenn die in die Matrix gehen, also sind die immer in Gefahr. Die können das zwar ab und zu sein, aber die versuchen das so kurz wie möglich zu halten und die sind immer auf der Hut. Sie haben jedenfalls ein anderes Leben dann, ne? Also ja. Dadurch, aber auch dadurch, dass sie einfach wissen, du kannst, selbst wenn das nicht so wäre, kannst du halt dann nicht mehr so einfach so da drin leben, weil du das andere halt weißt. Ich finde, mein erster Impuls war auch, ja, man muss die da rausholen, weil die erliegen ja einem Trugbild. Und ich finde das eigentlich nicht schön, den Leuten was vorzuspielen, was gar nicht so ist. Und auch wenn die dann sich glücklich vorkommen. Aber dann habe ich gedacht, ja, vielleicht muss man die drin lassen. Und dann habe ich gedacht, ja, der Morpheus, ihr sagt ja eben auch, der gibt denen ja die Wahl. Ja, der geht so hin und sagt, ich weiß, was ihr nicht wisst und soll ich euch jetzt aufwecken oder nicht. Der gibt denen ja die Wahl. Aber ich finde, das ist keine echte Wahl. Das ist nur scheinbar eine Wahl. Weil, damit es eine echte Wahl wäre oder eine Entscheidung, müsste der Morpheus denen irgendwas anbieten, was die nachvollziehen können, bevor die Entscheidung treffen. Der müsste denen irgendwas geben, an die Hand geben, sodass die das auch zu erkennen beginnen können und sozusagen beurteilen können, ob da jetzt was dran ist oder nicht. So nehmen die einfach irgendeine Pille und die wissen nicht, was passiert. Lügt er mich an? Und wenn sie aufwachen, wissen sie nicht, worein sie aufwachen. Der sagt ja mit Absicht, der Morpheus immer vorher, ich kann dir nicht beschreiben, was die Matrix ist. Du musst das selber sehen. Entweder tu es oder lass es. Entweder vertrau mir oder vertrau mir nicht. Das ist keine echte Wahl, finde ich. Das ist eine Wahl, ja, aber es ist keine Entscheidung. Aber in meinen Augen müsste man irgendwie sowas machen, denen so eine Anleitung an die Hand geben, was die machen müssten, um selber zu der Erkenntnis zu kommen, die der hat. Irgendwie und danach die Wahl. Also versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe schon. Das, aber ich. Weil sonst ist der ja wie ein Priester. Der kommt und sagt, ja. Ich kann dir den Gott im Himmel zeigen oder du brennst ewig. Ja, aber das ist genau. Ja nicht der Gott im Himmel. Das ist doch nicht. Ja, aber du kannst ihn aber das merkst nicht. Aber du ja nicht. Du weißt es halt nicht von vornherein. Das weißt du halt nicht. Könnte dasselbe sein. Es ist ja nicht zu unterscheiden. Für dich jetzt. Ja, aber es ist doch egal, was für den in der Matrix ist. Ja, aber ich will Leute, auch nicht die in der Straße begegnen, der sagt, du musst jetzt einfach nur dieses Gebet dreimal sagen, dann wirst du eine. Ja, aber wir wissen ja, dass das, was der Morpheus da sagt, nicht ein Gott ist. Es geht ja, aber man muss doch nicht jetzt ich finde nicht, dass man aus der Perspektive der Menschen in der Matrix argumentieren sollte, sondern aus. Doch,
Weil aber warum? Für mich ein hohes Gut ist Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmtheit. Und ja, aber die können, die haben keine einzige Entscheidung, die sie treffen können in der Matrix. Das ist alles manipuliert. Wenn der Matrix irgendwas nicht gefällt, was einer macht, ja, dann verändert das, dann wird das verändert. Aber das heißt, dass die Matrix scheiße ist, heißt ja nicht, dass es nicht auch scheiße ist, wie der Morpheus das. Nee, das finde ich nicht. Ich finde, die Matrix ist so scheiße, dass das, dass ich sogar diese Wahl da mit dieser komischen Pille. Also, aber dann sind wir bei Extinction, ach, also, Rebellion. Okay, also Martina, du würdest nur sagen, natürlich muss man die Leute, ja, da rausholen. Das man muss sie in Anführungsstrichen befreien. Ja, selbstverständlich. Okay. Aber dann sind wir bei Extinction Rebellion. Die sagen, wir haben ein Anliegen, das ist so wichtig, wir setzen uns über demokratische Mittel hinweg. Wir halten uns nicht mehr an Recht und Gesetz. Wir manipulieren die Leute. Was, aber, also, Moment mal, Recht und Gesetz? Was ist denn das für ein Recht und Gesetz in der Matrix? Das ist doch nicht Recht. Nein, was ich meine ist, Nein. Ja, aber das stimmt doch nicht. Weil in der Matrix, die Menschen haben doch nicht Gesetze in der Matrix aufgestellt. Die Matrix ist eine von den Maschinen kreierte Welt, in der gar nichts echt ist. Da gibt es keine echte Wahl. Da gibt es keine Leute, die irgendwie die Umwelt gestalten. Das ist alles von den Maschinen. Eine Illusion der Maschinen. Vielleicht assoziiert ihr das zu stark mit der normalen Welt, aber die funktioniert so nicht. Das ist alles manipuliert. Wenn ihr da einer blöd kommt wie der Neo, dann wird er umgebracht. So, zack. Nein, dann wird er aufgelöscht. Was ich meine ist, wir das sind doch keine uns, Regeln. Okay ist, Leute da rauszuholen, aufzuwecken. Ja, aber das hat mit Extinction Rebellion. Doch, weil Extinction Rebellion sagt, ja, wir machen jetzt einfach bestimmte Sachen. Weil wir finden, dass das ist wichtiger als alles andere. Und da machen die einfach ihr Ding. Und der Morpheus sagt, ich finde, die Leute aufzuwecken ist so wichtig, ich mache jetzt einfach, was ich will. Ohne die zu fragen, ohne denen eine richtige Wahl zu geben, ohne denen Handlungsfreiheit und so weiter zu geben. Der macht das einfach. Der spielt da sein Spiel. Der Morpheus spielt sein eigenes Spiel. Der hat sich ein Spiel ausgedacht, der hat sich entschieden, das wäre besser, wenn alle aufwachen. Und das zieht er jetzt eiskalt durch. Naja, also das sehe ich anders, muss ich sagen. Das ist ja was, das ist ja keine Realität, in der die da unterwegs sind. Das ist ja was anderes, wenn man jetzt hier in dieser Welt sich bewegt. Und da ist das auch. Vermuten, ich meine, wir. Da gibt's, ja, aber da gibt es auch, ich meine, das ist auch schwierig. Ne? Also, wenn man jetzt in einem totalitären Regime ist, dann muss man, dann kann man aus diesem Regime heraus nicht mit den Regeln agieren. Das geht nicht. Also klar, Extinction Rebellion, das finden wir jetzt schwierig und das ist auch schwierig, weil wir in der Demokratie sind, die wir gut finden und so weiter, wo die Regeln uns gefallen. Aber wenn man jetzt in einem totalitären Regime ist, was willst du denn da machen? Dann willst du dich an die Regeln halten? Oder was willst du dann machen? Dann hältst du dich an die Regeln und sagst den Leuten so, ja, ihr habt keine Wahl oder jetzt ist das nun mal so oder ja, wir könnten hier jetzt einen Aufstand machen, aber das ist ja gegen die Regeln. Und dann gibt's noch die Stufe da drüber, die von den Leuten, die meinen, sie leben in der Demokratie, aber leben eigentlich in einem totalitären, ja, Regime. Das ist halt noch krass. Was auch wirklich totalitär ist, weil die einfach die Realität verändern können, ohne dass die Leute es checken. Und das ist so perfide und daraus mussten die Leute befreit werden. Das ist nur Manipulation und das ist auch gar nicht echt und du kannst die Leute so auslöschen und manipulieren. Und heute wachst du in diesem Raum auf und morgen in einem anderen und heute hast du einen Job und morgen bist du tot. Heute hast du eine Familie und morgen nicht mehr, oder was? Das geht doch nicht. Nee, ich versuche auch nicht, mich zu fragen, ob die Matrix gut oder schlecht ist, sondern ob das Spiel, was der Morpheus spielt, ob der, dass er einfach seinen Plan durchzieht, ob das okay ist. Ne? Also ich rede ja nicht darüber, ob jetzt die Matrix gut oder schlecht ist. Ja, aber das ist doch wichtig. Das System, aus dem man die Leute rausholt, ist das, wenn das wenn das ganz schlecht ist und die Regeln, die da herrschen, nach unseren Werten schlecht sind, dann ist das natürlich besser, und also die da rauszuholen, als wenn man sagt, ja. Und wenn die Matrix jetzt gut wäre, wenn die Maschinen das so gemacht hätten, dass da alles super ist und die Leute. Nein, das, nicht so leiden, ja, das ist eine interessante Frage. Nein, das finde ich nicht. Weil, ja, wenn das alles gut ist, aber das ist ja trotzdem nicht echt. Dann würde man sagen, dann sagt man rein, das Wohlergehen der Hedonismus, weiß ich nicht, das Wohlergehen der einzelnen Menschen, das ist das, was am wichtigsten ist. Also in einem gewissen Sinne ist es halt doch echt, weil es ist nicht offensichtlich gefälscht. Das heißt, wenn du da drin sitzt, alles, was wir haben, ist unsere Wahrnehmung. Und wenn die perfekt sitzt, sage ich mal, ist das genauso echt wie jede andere Existenz, in der ich sein kann. Was ist denn echt? Was ist denn jenseits der Wahrnehmung echt? Also das, ja, ich bezweifle das nicht, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist verdammt schwierig, das zu definieren. Da kommen wir in Richtung Wahrheit, Wirklichkeit und so weiter und so fort. Was ist das denn, wenn du in einer
in einer fugenlos simulierten Welt lebst, ohne komische Glitches oder was auch immer, dann ist das genauso echt wie eine, wie sollen wir sie denn nennen, physische, reale Welt. Aber ja, wenn es alles komplett so ist, wie sonst auch, wie du sonst dein Leben auch führen würdest, dann ist es ja auch egal. Aber so ist es ja nicht in der Matrix. Also für dich ist das sehr abhängig davon, wie gut das System ist, ob das richtig oder falsch ist, jemanden daraus aufzuwecken. Nee, nicht wie, also wie gut und wie schlecht. Heißt, wenn wir über Ethik sprechen, dann sagen wir, sind gut. Wir beschließen ja als Gesellschaft oder als Menschheit, diese Werte finden wir gut. Und diese Werte finden wir, dieses Verhalten ist gut, dieses Verhalten ist schlecht. Da gibt's ja eine gewisse Wertung. Ja, ja. Und jetzt möglichst diese Welterkenntnis, dass man halt sich auch selber entscheiden kann. Solange die Werte da in dieser simulierten Welt, die wir als gut empfinden, erwarten würden, würdest du sagen, ja, dann finde ich es jetzt weniger schlimm, wenn ich jetzt in dieser Realität bin und es ist genau das Gleiche, mein Leben wäre genauso in dieser anderen Welt. Da sehe ich jetzt, muss ich sagen, jetzt nicht so den Unterschied. Das wäre ja auch nicht so schlimm. Dann würde man sagen, wir gehen da raus und jetzt habe ich genau das gleiche Leben. Ah, interessant. Das ist doch nicht weiter tragisch. Ich habe mich genau das gleiche gefragt, wie ist das Prinzip, dass einer einfach für dich entscheidet, ich hole dich jetzt da raus. Und das ist gar nicht mehr... Ja, aber das macht er ja gar nicht. Ja, er spricht ihn ja nur an. Ja, aber die Leute haben ja, wie ich schon gesagt habe, nicht wirklich eine Wahl, weil die ja gar nicht wissen, was sie da auswählen. Ja, aber du weißt doch oft nicht, was du da auswählst. Und er sagt nämlich an einer Stelle, sagt der Morpheus auch... Da wird er nämlich genau gefragt, wie suchst du denn die Leute aus, die du aufwächst und welche wächst du denn auf und welche nicht? Dann sagt er, most of the people are not ready to be unplugged. They depend on the Matrix. Das heißt, der Morpheus, der nimmt sich das Recht raus, für die anderen zu entscheiden, ja, den wecke ich auf, den nicht, der ist noch nicht so weit, der ist schon so weit. Ich meine, das ist ja schon Urteile, die der Morpheus fällt, ohne Rücksprache mit irgendjemand anderem zu halten. Der ist einfach, der macht das einfach so. Das finde ich schon... krass irgendwie. Ich meine, man könnte halt sich wünschen, dass der Morpheus gut ist, dass er es gut meint und dass er super viel Ahnung hat. Und ja, dann wäre halt aber Zufall. Aber das wäre dann Zufall und das wäre so, wie wenn man sagt, wir brauchen einen guten König. Endlich mal einen, der es richtig macht. Das finde ich halt vom Prinzip her auch nicht geil. Also irgendwie stört mich das. Irgendwas stört mich da auch, aber ich glaube, das ist es nicht. Denn du gehst ja davon aus, dass das in der Matrix sitzen der Normalfall ist. Das ist der Nullzustand und alles andere, also die Aktionen dieser Untergrundgruppen sorgen dann dafür, dass was passiert. Und das ist dann unzureichend transparent und unzureichend wahlfrei. Ah, verstehe, worauf du hinaus willst. Ja. Sondern vielleicht muss man das umgekehrt sehen. Was ist denn, wenn man das Ganze analog sieht zu einer Gefängnisstrafe oder einem Gefängnisaufenthalt? Den man so unrecht versitzt, absitzt. Ja, oder den er erstmal überhaupt absitzt. Sondern jetzt könnte man sagen, ja gut, die Maschinen züchten auch die Menschen irgendwie in irgendwelchen Bootkästen, das mag schon stimmen. Aber eigentlich ist das ja nicht der natürliche Zustand oder der Nullzustand, dass die Leute in der Matrix sitzen. Okay. Sondern irgendjemand hat die ja genommen und da reingetan. Ja, okay. Aha, aha. Ja, ja. So, ja, okay, das stimmt, das habe ich nicht bedacht. Dann sieht es ganz anders aus, ne? Wenn du schon so einen Unrechtszustand hast. Ja, aber daher kommt jetzt die Diskrepanz. Also für mich war das jetzt eher klar, dass da eben diese Menschen genommen werden und manipuliert werden. Und das ist ja, also da wird mit denen wird ja was gemacht. Das hat ja auch einen bestimmten Zweck, warum die in der Matrix sind, damit die eben ruhig sind, unterliegen und so weiter. Also mit denen wurde zuerst was gemacht. Also genau, und das ist eigentlich total totalitär, argumentieren, zu sagen, ihr habt das da viel schöner, ihr bleibt jetzt mal da drin. Natürlich. Wenn ich selbst weiß, jemand wird zu Unrecht in ein Gefängnis gesteckt, habe ich dann die ethische Verpflichtung, zu versuchen, die da rauszuholen. Also jetzt nicht durch, was weiß ich, stimmt, irgendwelche Attentate oder was, sondern grundsätzlich erstmal zu versuchen, was zu tun. Mhm. Ja. Auch wenn es denen im Gefängnis vielleicht gar nicht so schlecht geht. Aber so wird auf jeden Fall die Sicht sehr verändert. Das ist gut, das ist ein guter Perspektivwechsel. Stimmt, du hast nämlich recht. Ich habe das als Normalzustand angesehen und dann argumentiert es sich anders, ja. Aber das kann man halt auch schnell denken, weil das ja so aussieht wie die normale Welt. Mhm. Wenn das jetzt ganz anders aussehen würde, glaube ich, dann wäre das vielleicht transparenter gewesen. Aber es sieht halt so aus, als würden die da normal rumleben. Aber das meine ich damit, das passiert ja nicht, ne? Also diese Agenten, die gehen ja auch in Leute rein oder die löschen einfach
einfach Leute aus. Oder ich glaube, dass die manipulieren ja auch den Cortex. Ja. Plötzlich ist noch so, dann ist es plötzlich so. Also das ist nicht ein stabiles 1999, sondern da passieren halt ständig Sachen, so wie die es gerade gebrauchen können. Mhm. Also wir müssten wissen, wer denn hier jetzt der gutwillige Diktator ist. Ne? Das ist wichtig. Ob das der Morpheus ist, der die Leute da rausholt, oder die Matrix-Maschinen, die sie da reinpacken. Und die sind ja noch nicht mal besonders gutwillig. Aber egal. Ja. Wahlfreiheit und Transparenz, da wird es bei mir auch drum gehen. Aber wie man die jetzt am besten herstellt, weiß ich nicht. Also die Maschinen sind offensichtlich nicht ehrlich, sonst würden die den Leuten sagen, das hier ist nur eine Simulation. Die Frage ist, ob es dann grundsätzlich noch funktionieren würde. Morpheus ist auch nicht wirklich ehrlich. Erstens sagt er den Leuten nicht wirklich, was Sache ist. Und zweitens ist das auch eine falsche Dichotomie, zu sagen, hier ist eine rote Pille und eine blaue Pille. Wenn ich mich in die Situation sehen würde, würde ich denen wahrscheinlich, wie ich mich kenne, den Finger zeigen und sagen, verpiss dich mit deinen scheiß Pillen. Ich gehe jetzt. Ja. So, was passiert, wenn die Leute aufstehen und gehen? Das müsste man doch mal rauskriegen. Das ist wie die Ach so. Stimmt. Die blaue Pille führt ja dazu, dass er das alles vergisst, ne? Und wenn er die nicht nimmt, dann hat er das immer im Kopf, dass er so ein Typ war, der ihn mal verleiten wollte, irgendwelche Pillen zu fressen. Das wäre ja nicht so schlimm wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht auch interessant. Mhm. Ja, dann würde der bekannt werden, ne? Als dieser Pillendealer. Würde der irgendwie, dann würde es Memes. Ja, irgendwer kannte den ja auch. Es wurde ja im Film, in die Binnenlogik war ja, dass Neo sagt, er hat ihn gesucht seit irgendwie Jahren. Mhm. Hat er versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen. Jetzt meldet er sich. Stimmt, mal. Ja, stimmt. Mhm. Also irgendwo muss es ja irgendwelche Impressionen in der simulierten Welt geben. Ja, stimmt. Wenn man bedenkt, dass die Maschinen das überhaupt erstmal als unrechtsmäßige Handlung gemacht haben, die Leute da reinzutun, dass die Ausgangssituation also keine normale ist, dann würde ich auch immer mehr dazu tendieren zu sagen, ja, alle rausholen. Und das geht auch damit in Einklang, dass der Neo am Ende, ganz am Ende sagt er dann immer so einen kleinen Mini-Monolog. Da ist er in der Matrix und telefoniert mit der Matrix. Und dann sagt er, ich zeige denen, wie es wirklich ist. Und das impliziert er, dass es sozusagen, der Schleier wird gelüftet und er sagt ihnen die Wahrheit, die Maschinen immer vor den Menschen. Ja, gut, aber das sagen alle. Ja. Das sagen ja alle. Das sagen, sagt Donald Trump, das sagen die Extinction Rebellion Leute, das sagen die Nazis im Osten, das sagen alle. Ich zeige euch die Wahrheit. Ich zeige, so ist es wirklich. Ihr seid nur Lügnern aufgefallen. Danach kannst du die nicht beurteilen. Aber dann mit dem Konstrukt würde es ja stimmen. Also ich würde wahrscheinlich im Zweifel sagen, wenn die Rebellen die Rebellen Wahlfreiheit herstellen, die vorher nicht da ist, gehören sie wahrscheinlich zu den Guten. Ob ich das annehmen würde, wäre eine andere Diskussion, wenn ich in die Situation käme. Ob ich das wollen würde, dass man mich da rausholt, oder ob ich einfach weiter so machen wollen würde. Das wäre, glaube ich, eine andere Diskussion. Aber das ist ja nicht das, was wir hier besprechen. Nee, das ist was anderes. Aber dass man schon mal vor einer Entscheidung gestellt wird, wo man nicht weiß, was das eine bedeutet, das finde ich jetzt auch jetzt nicht so sehr ungewöhnlich. Vollständige Information ist selten bei komplexen Entscheidungen. Also das finde ich jetzt nicht so, das finde ich jetzt nicht so krass. Also das passiert ja schon mal. Ja, aber das ist, also man könnte ja sagen, wa? Der könnte das erklären, tut er aber nicht. Er sagt zwar, ach, kann ich erklären, was die Matrix ist, das müssen alle sehen. Aber so, ja, komm, ich kann dir das in einem Satz erklären. Und dann passt das. Aber das tut er ja nicht. Und unverständige Information ist ja mehr, dass du als Entscheidungsperson nicht die vollständige Information hast. Das ist eine Taktik von Morpheus. Der hat halt eine Agenda und die ist leichter zu machen, wenn er das halt nicht sagt, sondern so als großes Geheimnis verkauft. Wahrscheinlich kann er mehr Leute wecken, wenn er das so macht. Er hat das sich bestimmt schon mal lange überlegt, diesen Trick mit der Pille. Ich vermute, das hat auch dramaturgische Gründe. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das macht schon auch ein bisschen spannender. Es gab auch wirklich mal eine Zeit, da wollte ich so Sonnenbrillen haben. Die Sonnenbrille ohne Bügel, die der Morpheus hat, ne? Da klemmt die sich nur auf die dicke Nase. Ja, ich meine, der Film hat ja schon so esoterische Anklänge, ne? Dann auch mit Gnostisch dem Orakel und so, ne? Das ist ein gnostischer Film. Das ist die Gnostik, also die historische Gnostik, gehen ja davon aus, dass man dadurch, dass man bestimmte Geheimnisse kennt,
oder bestimmtes Verständnis hat, sich, oder doch, dass man dadurch, dass man bestimmte Geheimnisse kennt, sich das Weltverständnis völlig ändert. Die ganzen Kurzgeschichten von Philip K. Dick sind so wie der hat ja unglaublich viele Kurzgeschichten geschrieben. Jedes Mal, wenn er irgendwie auf so einem Zettel 3 Sätze geschrieben hat, ist das jetzt ein Major Motion Picture. Und die Wachowskis machen das immer. Und das ist hier so, was ist denn das? Also Blade Runner und sowas, wo du denkst, also, du denkst erst, die Welt ist so und dann kriegst du eine spannende, totale Information und dann denkst du, die Welt ist anders. Und die historischen Gnostiker als in irgendwie vage jüdisch-christliche mystische Sekte waren auch so drauf. Und das bezieht sich jetzt offensichtlich darauf, hier die Matrix-Sachen. Du hast plötzlich ein anderes Weltverständnis und denkst, boah, oh, ach du Scheiße. Bei mir kommt das, resoniert das total gut. Ich mag solche Geschichten und ich mag solche Filme. Mittlerweile habe ich nur schon so viele davon gesehen. Dass der Mechanismus vorherbei ist. Ja, ach, ist trotzdem geil. Ja. Nee, ich finde das auch. Das, ja, also, das auch. Ja, ich hoffe, dass die mal eine Fortsetzung machen. Das wäre schön. Vernünftige. Aber ich finde eigentlich das Ende, so wie es ist, gut. Weil. Jetzt kann man sich ja selber vorstellen, wie es weitergeht. Das ist also dieser Neo, der hat jetzt Kräfte am Ende gefunden. Der kann, wenn er zurück in die Matrix sich einklingt, Dinge mit der Matrix machen, die halt normale Leute nicht können, weil er dieses Computerkonstrukt mehr durchschaut als die anderen. Da kann man sich ja, ich finde das Ende, dass das so ein bisschen offen bleibt, eigentlich ganz nett. Ich mag das eigentlich gerne, wenn Enden so offen sind. Enden. Weil wenn das Ende so offen bleibt, das mag ich. Ja, ist schon klar. Ja, ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da eine Meinung habt, die von unserer abweicht, gebt mal Bescheid. Sollen wir euch aufwecken? Hm? Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen, fürs Zuhören. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört und wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auf iTunes und Spotify tolle Bewertungen gibt. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I'm only smoking on the fence, but I'm a runner, man.